Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentot, Hottentot, Hottentot. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Herzlich willkommen zur 87. Sendung Hottentot. Wow, Sendung 87. Dann ist die 100 nicht mehr weit. In ganz schnellen Schritten geht es nun also offenbar auf die magische Grenze zu, die zu Beginn für dieses Format gesetzt wurde. Was geschieht danach? Kann und wird es weitere Sendungen geben? Darüber soll spätestens in der 100. Sendung näher berichtet werden. Ich hoffe natürlich auf rege Anteilnahme. Die heutige Sendung bietet wieder wenige kurze, sondern entsprechend eher längere Werke. Die Sendung ist hoffentlich trotzdem wieder gut durchgemischt. Der Großteil stammt natürlich aus den letzten großen Specials. Beginnen werde ich heute mit dem Trailer zur 100. Sendung Hottentot. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Es ist Zeit, wir müssen reden. Das Sendungs- und YouTube-Format Hottentot neigt sich dem Ende. Zumindest dem vorläufig angekündigten. Denn das Unterhaltungsformat, das bewusst die Gemüter spaltet und von großer Begeisterung bis tiefen Hass alle Stimmungsschwankungen und Meinungen hervorruft, naht sich seiner 100. Sendung. Bisher wurde viel erreicht und viel gekämpft. Neben einigen furchtbaren Werken, die wohl am ehesten Mut beweisen, sie überhaupt zu senden, waren auch viele großartige Werke dabei. Und die Entwicklungskurve zeigt wohl steil nach oben. Ende letzten Jahres entsprang mit dem Überdach Hot Entertainment sogar eine ganze Organisation daraus, die unter anderem sogar einen eigenen Radiosender bietet. Die großen Kämpfe, die ausgetragen wurden, erstreckten sich bisher vorrangig auf den Kampf gegen sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Vorurteile und Hass und vieles weitere, sowie gegen Tierschändung und Massentierhaltung, für die Freiheit der Kinder und gegen politischen Dünnschiss. Für die Zukunft würden noch viele Umsetzungen ausstehen. Wichtige Kämpfe sollten weitergeführt werden. Künstlerisch ist immer noch vieles umzusetzen. Neue Nebenshows könnten etabliert werden und das Sammelsurium der aktuellen Werke ist mittlerweile riesig. Was mich für mein eigenes künstlerisches Schaffen derzeit besonders interessiert, sind moderne Auseinandersetzungen mit älteren Werken wie Der Prozess von Franz Kafka, das Schreiben und Produzieren großer Balladen und das Entdecken und Erfinden neuer Entwicklungsmöglichkeiten der unterhaltsamen Gestaltung journalistischer und literarischer Texte. Daneben gilt es, auch kleine Aufgaben anzugehen, wie die audiovisuelle Gestaltung kleinerer Texte meiner derzeitigen Hauptwebsite.
Dieses werde ich sicher auch ohne das Format mit dem Schlachtruf Hottentot, Hottentot, Hottentot angehen. Ebenfalls werde ich vieles weitere auch ohne dieses Format Hottentot angehen, umsetzen und produzieren. Für besondere Inspiration sorgen wir bei derzeit vor allem Veranstaltungen wie Lesebühnen und Poesie-Slams. Die Werke aus Hottentot werden sicher nicht verschwinden und viele weitere werden folgen. Die Garantie dafür ist, selbst wenn alle Stricke reißen, dass dieses unterhaltsame, journalistische, musikalische, komödiantische Format niemals einen echten roten Faden besaß, außer vielleicht mich selbst, und das möglichst ohne Zensur. Dieses Hintergrundwissen sollte zu einigen wichtigen Rückschlüssen und Schlussfolgerungen verleiten. Im Grunde kann es zu meinen Lebzeiten eigentlich gar kein echtes Ende geben. Leider kann es aber eigentlich auch von niemand anderem in der Form natürlich und echt weitergeführt werden. Und jeder Angriff auf dieses Format, das mich als einzigen roten Faden besitzt und eigentlich nur ein Sammelsurium meiner eigenen Werke ist, ließe sich im Grunde als persönlicher Angriff auf mich selbst verstehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass ursprünglich davon ausgegangen wurde, 100 Sendungen zu produzieren. Diese 100. Sendung wird nun bald produziert sein. Daher stellen sich trotz allem einige wichtige Fragen, zumindest zu diesem eigenständigen Format. Wie soll es nach der 100. Sendung weitergehen? Kann und wird es überhaupt weitergehen? Was sagt die Polizei dazu? Wie stehen Professoren, Dozenten, Studenten und Fans zu dieser Frage, zu diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Format? Wie bewerten Präsidenten die aktuelle Sachlage? Darüber und über vieles weitere soll offiziell in der 100. Sendung Hottentot, Hottentot, Hottentot berichtet werden. Ich erwarte große Anteilnahme und empfehle bis dahin am Pranner einfach easy ablachen. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 3. Die ideale muslimische Frau. Die ideale muslimische Frau ist verschleiert, womöglich sogar mit Gesichtsschleier, und trägt Kopftuch, keine Jacke und Hose wie ein Mann. 240. In Pakistan ist das Kopftuch schon längst kein Diskussionsgegenstand mehr. Diskutiert wird das Bedecken der Haare und des Halses oder des ganzen Körpers, vom Scheitel bis zur Sohle. 241.
Auf offiziellen Veranstaltungen werden aber nicht immer Burkas getragen. Die blauen und weißen Zelte mit der kleinen Rosette vor den Augen. 242, 243. Frauen in Jacke und Hose sind fast schon verdammt. Verdammt wegen der angeblichen Männlichkeit des Damenanzugs. Und zugleich auch wegen des Schnitts, der zu viel weibliche Konturen sichtbar werden lässt. 244, 245. Ein Gesandter Allahs soll sogar mal eine Frau auf der Stelle verflucht haben, weil diese Männerkleidung trug. 246. Der Gesandte Gottes hat gesagt, Allahs Fluch soll auf den Männern ruhen, die Frauen imitieren, und Allahs Fluch soll auf den Frauen ruhen, die Männer imitieren. 247. Zu ausländischen Frauen, die diese Kleiderordnung nicht befolgen, sind andere Frauen trotzdem nett. 248. Zu Frauen ihrer Religion wären sie dies aber vielleicht nicht. 249. Die muslimischen Gesetze werden fast ausschließlich von Männern vertreten. 250. Zu einer der größten fundamentalistischen Parteien Pakistans, 251, zählt eine einzige weibliche Senatorin, Dr. Ferdows. 252. Sie ist häufig im pakistanischen Fernsehen mit Gesichtsschleier und allem, was dazugehört, zu sehen. Und man muss eben akzeptieren, dass sie es ist, denn kontrollieren lässt es sich nicht. 253. Sie sagt immer dasselbe. Der Islam sei gut für die Frauen. Im Westen würden die Frauen ausgebeutet und müssten sich prostituieren, seien Arbeitstiere und Sklaven. 254. Im Senat hat Dr. Ferdows gegen eine Regierungsvorlage gestimmt, die Strafe für Ehrenmorde von 14 auf 25 Jahre zu erhöhen. 255. Der Änderungsantrag hätte, so Dr. Ferdows, die Scharia untergraben. 256. Denn die Regierung versuche auf Dauer und hinterlistisch Quisas und Diyat, das islamische Vergeltungsrecht, aus dem Gesetz herauszunehmen. 257. Ein Mensch dürfe nicht an Allahs Willen deuteln. 258. Wir befinden uns mitten in einem Kulturkampf. 259. Westliche Länder üben ständig Kritik an den Rechten, die der Islam den Frauen geschenkt hat. 260. Ihr einziges Ziel besteht darin, diese Zivilisation kaputt zu machen. 261. Die ideale muslimische Frau ist in erster Linie Mutter. 262. Muslime lassen Mädchen so früh wie möglich heiraten. 263, 264. Der Islam befiehlt den Mädchen unmittelbar nach dem Einsetzen der Pubertät zu heiraten. 265. Sobald die erste Regel kommt, bei manchen Mädchen ist das erst mit 15 oder 16 Jahren der Fall, bei anderen kann sie schon mit 9 Jahren einsetzen. 266, 267. Das Durchschnittsalter für die erste Menstruation liegt ungefähr bei 13 Jahren. 268. Der Generalsekretär meint, dass der Koran den Muslimen aufgetragen habe, sich zu vermehren. 269.
Die Vermehrung der Muslime soll also so früh und zahlreich wie möglich stattfinden, trotz großer Armut. 270. Aus dem Westen kämen schmutzige Reden, die behaupten, dass der Islam es den Frauen verbiete, außerhalb des Hauses zu arbeiten. 271, 272. Vom Standpunkt des Islam darf eine Frau Ärztin oder Anwältin sein. 273. Sogar Lkw-Fahrer oder Bauarbeiter, wenn sie das werden möchte. 274, 275. Nirgendwo haben der Koran und der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, das verboten. 276. Sie darf jeden Beruf ausüben, den sie möchte, aber nicht in gemischten Betrieben mit Männern. 277. Frauen können nur Lkw-Fahrer werden, wenn alle Fahrer Frauen sind und alle Packer und Schauerleute Frauen. 278. Sonst ist es nicht erlaubt, denn es können schmutzige Dinge zwischen männlichen und weiblichen Lkw-Fahrern passieren. 279. Jeder wüsste, dass es in Situationen sogenannter Kollegialität schnell mit der Keuschheit vorbei ist. 280, 281. Der Islam sage, dass Ärztinnen nur in Krankenhäusern arbeiten dürften, in denen nur Frauen beschäftigt sind und nur weibliche Patientinnen liegen. 282. Frauen dürfen nur an einer Mädchenschule mit einem weiblichen Kollegium und Hausmeisterinnen unterrichten. 283. Das wäre erlaubt und sehr gut, aber selbst wenn es sich um einen reinen Frauenbetrieb handelt und alles äußerst keusch zugeht, ist es doch nicht so leicht, als Frau zu arbeiten. 284, 285. Befürworter des Islam verweisen darauf, wie wichtig es sei, so viele Kinder wie möglich zu gebären. 286, 287. All diese Schwangerschaften, das Stillen und zwischendurch die Menstruation führten allerdings dazu, dass es einer Frau physisch nahezu unmöglich ist, außer Haus zu arbeiten. 288. Und dabei darf man nicht vergessen, dass das alles bis zum 45. Lebensjahr einer Frau so weitergehen kann. 289. Muslimische Frauen müssten auch gar nicht arbeiten. 290. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 291. Denn ein muslimischer Mann ist verpflichtet, für seine Frau zu sorgen. 292, 293. Das wäre der Beweis für die Frauenfreundlichkeit des Islam. 294, 295. Mädchen dürfen sich weigern, einen Mann zu heiraten, der für sie ausgesucht wurde. 296. Wenn sie schweigen oder zustimmen, sind sie mit der Heirat einverstanden. 297. Wenn sie nicht wollen, müssen sie ein sehr klares Nein aussprechen. 298. Aber das ist nicht dasselbe, als wenn ein Mädchen losgeht und sich selbst einen Mann aussucht. 299. Das würde nämlich bedeuten, dass es sich unter die Männer begibt, mit ihnen in Kontakt kommen muss, mit Jungen spricht. 300. Und das ist im Islam absolut verboten. 301. Unter dieser Koranvorschrift ist zu verstehen, dass eine Frau die Zustimmung zu ihrer Heirat geben muss, dass sie sehr wohl oder aber auch nicht
mit dem Mann einverstanden sein kann, den ihr die Eltern oder die Verwandtschaft ausgesucht haben. 302. Muslime wären überlegen, weil sie eindeutig wüssten, was gut und was schlecht ist. 303, 304. Am glücklichsten wären Ehen, die auf Anraten der sieben Älteren geschlossen. 305 wurden. 306. Obwohl der Islam einer Frau das Recht gibt, einer Ehe zuzustimmen oder sie abzulehnen, ist sie ein schamloses Wesen, wenn sie ohne die Zustimmung ihres Vormunds, Vaters oder Bruders heiratet. 307. Die Scharia erlaubt nicht, dass eine erwachsene Frau, die bei vollem Verstand ist, 308, eigenmächtig einen Ehevertrag schließt. 309, 310. Männer sollen keine Frau ohne die Anwesenheit ihrer Verwandten, 311, heiraten, sondern nur im Beisein ihrer Vormünder, 312, 313. Der Gesandte Allahs hält es für lasterhaft, wenn sich ein Mädchen selbst in die Ehe begibt, 314. Ein vernünftiger Mann hätte keinen Umgang mit dieser Sorte Frauen, denn diese Frauen, 315, würden keine Scham, 316, kennen und wären nicht sittsam, 317, 318. Heutzutage sind es Turniere zwischen dem Islam und der Aufklärung. Auch wenn nur selten oder nie ein Vertreter der letztgenannten Gruppe dabei ist, 319. Zur ersten Gruppe zählen Muslime, die nachtragend, neidisch und mit einem tiefen Gefühl der Unterlegenheit beweisen, dass der Rationalismus von der Macht Allahs ausgemerzt wird, 320, 321. An Ton und Inhalt der Vorträge ist zu hören, dass es hier nicht darum geht, im internationalen islamischen Verbund das Los der muslimischen Frau zu verbessern, die in großer Mehrheit zu den ärmsten Bevölkerungsschichten gehören, zu den Analphabeten und denen mit der schlechtesten Gesundheit, 322. Das besondere Kennzeichen des politischen Islam ist das völlige Fehlen einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, 323. Noch nie ließen islamische Fundamentalisten Lösungsvorschläge für Umweltverschmutzung, Rechtslosigkeit, für Zurückgebliebenheit und Ausbeutung. Die Folgeerscheinungen von Feudalismus und Korruption sind für ansteckende Krankheiten, die die Welt heimsuchen, oder für die gigantischen Unterschiede zwischen Reich und Arm, 324 hören, 325. Wenn Sie sich einmal dazu äußern, dann so, dass der Westen, die Juden und die Hindus, die Schuldigen und Ausbeuter und die Muslime, die Opfer teuflischer Verschwörungen sind. 326. Nach der Ansicht der Fundamentalisten hat der Westen die moralische und ethische Überlegenheit des Islam untergraben. 327. Dies könne angeblich geschehen, weil in weiten Teilen der Welt der Westen auf Kosten früheren Vormachtstellungen der muslimischen Kalifen und Sultane die politische Macht an sich gerissen, 328 hätte, 329. Demzufolge müssen Muslime die politische Macht wieder zurückbekommen oder zurückholen, auf jeden Fall in Gebieten, in denen sie leben, 330. Nur dort, wo Muslime an der Macht sind, so lautet ihre Argumentation,
kann der Islam völlig zu seinem Recht kommen und können islamische Moral und Ethik ihre Überlegenheit beweisen. 331. Schlussfolgerung der Fundamentalisten: Die islamische Renaissance ist von politischer Macht abhängig, also müssen wir die Herrschaft erlangen. 332. Alles andere, wie etwa die Lösung des Armutsproblems, ergibt sich ganz logisch daraus, sobald der Staat und seine Institutionen in muslimischer Hand sind. 333. Die Armen, diejenigen Männer und Frauen, die ausgebeutet werden, müssen sich noch ein bisschen in Geduld üben, bis der islamische Staat der Fundamentalisten existiert. Aber dann hat auch ihr Leid ein Ende. 334. Es ist genauso eine Utopie wie die Utopie von der Diktatur des Proletariats, die per Definitionem dem Verbrechen ein Ende machen wird. 335. Der politische Islam wird wie der Marxismus auf Dauer nicht überleben können. 336. Bis dahin müssen wir mit ihm leben, mit dem Obskurantismus, der Diskriminierung von Frauen und Minderheiten und mit dem Dschihad, der mit terroristischen Mitteln geführt wird. 337. In seinen Augen hatten Europa und Amerika das moralisch und ethisch Böse verbreitet. Und dieses Böse war die Frauenemanzipation. 338. Maududi zufolge ist Gehorsam das grundlegende Anrecht Allahs und die Lösung für alle Probleme der Welt, vom Hunger bis zur Pornografie. 339. Der Islam, schrieb er, fordert völlige Unterwerfung, Hingabe und Gehorsam gegenüber Allah. Wenn das befolgt wird, wird der Islam wieder mächtig sein und unsere Probleme werden gelöst sein. 340. Westliche Frauenrechte entziehen dem Islam die Grundlage. 341. Frauenrechte im westlichen Sinne kollidieren mit der Lehre des Propheten Mohammed. 342. Der Koran und die Hadithe und in ihrem Schlepptau die Fundamentalisten sind in verblüffendem Ausmaß auf Frauen und auf die Beziehungen zwischen Männern und Frauen fixiert. 343. Die Gebrauchsanweisungen für orthodoxe und fundamentalistische Muslime haben zu jedem Detail eines Frauenlebens etwas zu sagen. Darüber, wie eine Frau ein Bad nehmen, sich die Nägel und die Haare schneiden soll, darüber, dass sie sich nicht die Kleider vom Leib zu reißen oder zu jammern habe, wenn ein naher Verwandter stirbt, nicht in der Moschee zu beten habe und was sie während ihrer Menstruation zu tun habe. 344. Menstruation. Ein gläubiger Muslim kommt um vor Angst. Dieses Unreine, dieses Widerliche, dieses dunkle Blut. 345. Mein Gott, wie unheimlich. 346. Nacktheit, dasselbe. 347. Selbst wenn es sich nur um ein winzig kleines Stückchen Unterarm handelt, es lässt den Gläubigen schaudern vor Angst. 348. Die Gefahren, die in einem unbedeckten Zentimeter Frauenhaut stecken, sind nicht aufzuzählen. 349. Es ist schaurig. 350. Hölle und Verdammnis. 351. Die Geschlechtertrennung hat die höchste Priorität für die Islamisten. 352. Sich anzusehen, das gehört sich nicht.
Die Blicke der Männer bleiben auf der Höhe der bedeckten Busen hängen. 353. Nur gut, dass sich das Publikum verschleiert hat. 354. Die Männer sitzen diesen direkt gegenüber und wären womöglich auf wer weiß welche schmutzigen Gedanken gekommen, wenn die Frauen ihre Gesichter nicht hinter den Schamtüchern versteckt hätten. 355. Für diesen Abschnitt wird im Anhang Musikproduktionen auf das zusätzliche Unterhaltungselement 5, Fundamentalisten Love Song, verwiesen. Dazu zählen die Unterpunkte 5.1 Carsten Todd, Fundamentalisten Love Song, Sex on the Beach, John Doe, 5.2 Carsten Todd, Fundamentalisten Love Song, Urbana Metronica, Wu Yeah Mix, Spinning Merkaba und 5.3 Carsten Todd, Fundamentalisten Love Song, Downs Battle, Instrumente, Ivan Shaw. Anhan Musikproduktionen. Punkt 5. Fundamentalisten Love Song. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 5.1. Carsten Todd. Fundamentalisten Love Song. Sex on the Beach. John Doe. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von John Doe mit dem Titel Sex on the Beach. Mein Hammer ist.
Mach auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich, ich hab gern mit dir intim. Dann hau ich dir aber ein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Allah weiß, dass ich dich lieb. Drum versetze dir den nächsten Hieb. So ist das halt bei Fundamentalisten. Ist mir langweilig, zerhacke ich dich und stecke dich in Kisten. Steinzeit Power, Steinzeit, Steinzeit, Steinzeit Power, Steinzeit Power, Steinzeit Power. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gern mit dir intim. Dann hau ich dir aber rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich bin Fundamentalist. Ich kann dir zeigen, wie stark meine Faust ist. Ich bin. Ich bin Fundamentalist. Ich zeige dir, wie hart mein Hammer ist. Zum Glück ist das Lied nur ausgedacht. Niemals habe ich so etwas gemacht. Ich habe es auch niemals vor. Dein Glück geht für mich allem vor. Starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gern mit dir intim. Dann hau ich dir aber rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Ich starr auf deine Titten, denn ich bin Muslim. Irgendwann glaube ich hab gern mit dir intim. Dann hau ich dir aber rein und schon bist du mein. Ich bin Fundamentalist, es ist nun mal wie es ist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten,
dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentott immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Dir an meiner Hand. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für die musikalische Hinterlegung DJ Rock Pulse George Alinas Remix von George Alinas bearbeitete. Darauf folgt Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Untermalung einer von mir bearbeiteten Version von Kindergarten von Godonark. Anschließend spiele ich Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, für dessen musikalischen Hintergrund ich God is a Girl von Groove Coverage bearbeitete. Danach lasse ich hören Bis zur Sonne und noch weiter. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund Shorts for David von Pix bearbeitete. Und last but not least Hörer verfolgen. Ein musikalisches Werk, bei dessen Produktion ich mich hauptsächlich auf die Zitate von Adolf Hitler bezog. Für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich Boom, 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 Boom von den Wenka Boys. Viel Spaß! Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand ich bin so stark, wie ich nur kann. So wie wir uns mal begegnet sind, denke ich noch oft zurück, denn ich finde, für mich kann es nichts Größeres geben. Du gibst mir die Kraft zum Leben. Ich möchte immer bei dir sein. Immerzu ein Teil von dir sein. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Ich wünsche mir nur dich vor meiner Sonne. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand
uns verbindet ein besonderes Band mit dir an meiner Hand. Ich bin so stark, wie ich nur kann. Würde ich dich mal verlieren, ich könnte es nicht kapieren, weil es für mich kein Leben ohne dich mehr gibt. Du bist alles, was für mich im Leben wichtig ist. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun sollte. Schon deshalb, weil ich immer nur dich wollte. Du bist das, was ich so sehr brauche. Ich möchte mit dir in jedes Risiko eintauchen. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand ich bin so stark, wie ich nur kann. Schon immer habe ich nur von dir geträumt. Du hast jeden Verlust in mir geräumt. Ich fühle mich nie so sicher wie mit dir. Ich wünsche mir, du bleibst für immer hier bei mir. Mit dir an meiner Hand ziehe ich durch jedes Land. Mit dir an meiner Hand kämpfe ich am See und auch am Strand. Mit dir an meiner Hand uns verbindet ein besonderes Band. Mit dir an meiner Hand ich bin so stark, wie ich nur kann. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Gesundheit ist mir doch egal, noch nie gehört von jeder Tier Qual. Solange das Portemonnaie es hergibt, fress ich, bis ich umkipp. Wie gerne werd ich dabei dick, dünn sein ist für mich nicht schick. Alles andere ist Schinderei und mir ganz einerlei. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Was stört mich, was andere denken? Ich werde mich selbst beschenken. Ich hole Burger für Burger und Pommes frites für Pommes frites. Ich merke, ich bin kein Burger. Das Ganze macht mich eher fit. Für all das, was ich fressen müsste, lauf ich weder zum Bauern noch zur Küste. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll, das sehr knüllig und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich liebe das goldene M.
ebenso wie einen Kinn. Das alles bringe ich mir mit. Ich wirke alt, das macht mich schick. Am besten aus dem nächsten Supermarkt. Da halt ich an, das macht mich stark. Doch kochen ist nicht ganz mein Ding. Ich werf es weg und geh zum Kinn. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin so lieb. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Jeder weiß, dass für mich die Liebe zählt. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Lieb sein ist viel wichtiger als Geld. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Meine guten Taten zu messen wäre so, als wenn man alle Sterne zählt. Ich bin ein Bad Boy, Bad, Bad Boy. Ich bin ein ganz schlimmer Bad Boy. Ich bin ein ganz schlimmer Kinder. Jeder schimpft sich nur die Kinder. Meine Videos werden regelmäßig gesperrt. Das öffentliche Bild über mich völlig verzerrt. Ich bin der Bad Boy, den jeder kennt. Doch dabei bin ich der liebste Mensch. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin so lieb. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Jeder weiß, dass für mich die Liebe zählt. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Lieb sein ist viel wichtiger als Geld. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Meine guten Taten zu messen wäre so, als wenn man alle Sterne zählt. Wo keine Neider, da nichts läuft. Meinetwegen werde ich mit Hass verheult. Ich bin auf jeden Fall bekannt, sonst gäbe es das nicht. Ich werf dich doch, wie du kannst, dass du weißt, du kennst mich. Würde ich nichts machen und nichts geben, gäbe es nichts, was von mir könnte nehmen. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin so lieb. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Jeder weiß, dass für mich die Liebe zählt. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Lieb sein ist viel wichtiger als Geld. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Meine guten Taten zu messen wäre so, als wenn man alle Sterne zählt. Wie Friedrich Schiller lehne ich mich auf. Ich nehme jeden Kampf im Kauf. Wie die Hälfte vergangener Zeiten werde ich ewig in das Blut bestreiten. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich bin festlich durch Güter oder Geld. Dadurch suchen offenbar viele den Kampf. Meinen Willen niederzubringen, wird zum Kram. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin lieb, ich bin so lieb. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Jeder weiß, dass für mich die Liebe zählt. Ich bin der liebste Mensch der Welt. Liebsein ist viel wichtiger als Geld.
Ich bin der liebste Mensch der Welt. Meine guten Taten zu messen wäre so, als wenn man alle Sterne zählt. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, bin ich für dich da. Du kannst immer auf mich zählen, heute, morgen, dort und da. Ich denke nur an dich. Immerzu und überall, für dich stehe ich gerne auf, wenn ich mal fall. Ich möchte nur noch dich, am liebsten immer in deiner Nähe haben. Du kostest Kraft, doch ohne dich hätte ich noch mehr Narben. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Das Beste dieser Welt bist du für mich. Du weißt, ich kämpfe für dich. Immerzu und überall, hier und da. Ohne dich komme ich nicht mehr klar. Deshalb sage ich dir, ich kämpfe für dich. Jederzeit, überall, du bist alles für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Ich fühle mich stark, denn du bist da. Ohne dich käme ich nicht klar. Nur durch dich lebe ich und für dich sterbe ich. Mit dir an meiner Seite geht die Welt nie unter. Du bist wunderbar, machst meine Welt viel bunter. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Bis zur Sonne und noch weiter, gehe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, kämpfe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, lebe ich für dich. Bis zur Sonne und noch weiter, du bist das Beste für mich. Hörer verfolgen. Es gab einmal den DJ Atti, der hatte nur ein Ziel. Doch irgendwie, wie es er sagt, viel Ehrgeiz, das war für ihn nur ein Spiel. Es ging nicht darum, blühende Landschaften zu verfolgen. Vielmehr bewies er sich im Hörer verfolgen. Freiheit, Kunst und Presse, alles wurde hart bestraft. Manche eifert ihm noch heute nach, mit voller Kraft. Andere sagen, solche Taten soll es niemals wieder geben. Wir lenken mit unseren Fähigkeiten selber unser Leben. Hörer verfolgen. Das alles ist kein Spaß, auch wenn es spaßig klingt. Und der DJ Atti ist selbst noch ein Liedchen darauf sinnig. Wir werfen uns gegen Machenschaften wie die solchen. Da kann er noch so lange. Hörer verfolgen.
Werte und Dominanz für der auserwählten Kraft, etwas Besseres sein und besser als alles, was man hat. Er schrieb den Leuten vor, wie sie leben sollten. Ansonsten hieß es sehr schnell: Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen, Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen, Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen, Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen. Zum Glück sind diese Zeiten jetzt vorbei. Wir brauchen weder Heuchelei noch Quälerei. In Vergessenheit geraten darf es aber nicht. Sonst bekommt die Moderne schnell den gleichen Stift. Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen, Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen, Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen, Hörer verfolgen, Hörer, Hörer, Hörer verfolgen. Dann hören alle mal den Chair! Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never
thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit: Das ist Cäsar, unser Cäsar. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für den musikalischen Hintergrund dieser Version bearbeitete ich Free Music and Free Beer von Alex Berosa. Darauf folgt ESC Opening Eröffnung Eurovision 2011. Eine verlängerte Version, die im Rahmen meines Specials zum Entertainer Stefan Raab entstand, zur Instrumentalisierung einer von mir bearbeiteten Version von Brave New World, welches im Original Ravenwind präsentierte. Anschließend spiele ich meine Wutrede zum Special Kückenschreddern. Zur musikalischen Untermalung dieser Version bearbeitete ich Never Heard a Rhyme Like This Before von Scott Elton. Danach lasse ich hören ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate des Entertainers Stefan Raab konzentrierte und zur musikalischen Hinterlegung Platinum Butterfly der Amigos bearbeitete. Und last but not least, mein Monster, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung DJ Cottbus George Elinas Remix von George Elinas bearbeitete. Viel Spaß! Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm. Und wir siegen mit ihm. Auf jedem Marsch sind wir dabei. Dieser Mann ist uns nicht einerlei. Er hat immer eine Idee zum Schlafen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar. Cäsar, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar, Blitz von Gallien, der Nikomedes, Blitz von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien, finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Unser Cäsar, wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar!
Kommissar! Böhmermann ruft es von allen Dächern. Sechsorgien mit vollen Dächern. Fellatio mit 1000 Schafen. Doch Frauen machen ihm so sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Er legt gerne mal Hand an sich und steckt auch in dem Bienenstich. Er nutzt Elefanten, Pferde, Hühner, Ziegen, Wildschweine und Affen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar. Unser Cäsar, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Julius, Julius, Julius Cäsar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Er liebt sich selbst und Sizilien, Ägypten, Rom und Gallien. Alle haben viel zu gaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius, Julius, Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius, Julius, Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius, Julius, Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius, Julius, Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Das ist Cäsar,
Cäsar, so kennen wir ihn, so lieben wir ihn, das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Wir teilen jeden Triumph und haben viel zu lachen. Oft sieht man ihn im Flachen, doch Frauen lachen ihn zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar, 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 das ist unser Held. Cäsar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Cäsar, 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 schön ist es nur mit ihm. Cäsar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Cäsar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar! Unter seiner Rüstung brennt und juckt es oft, doch er weiß, wie er sich helfen muss. Er sucht die Liebe bei Giraffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Cäsar wird's von Gallien, der Nikomedes wird's von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns mit Macht und Stab. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihn zu sehr zu schaffen. In jedem Busch liegt sein Versteck. In Sümpfen, Ruinen, Morast und Dreck. Bei Pinguinen will er selber gaffen. Doch Frauen machen ihn zu sehr zu schaffen. Julius, Julius, Julius Cäsar, Julius, Julius, Julius Cäsar, Julius, Julius, Julius Cäsar, Julius, Julius, Julius Cäsar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar,
unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Nikomedes träumt jede Nacht von ihm und steckt auch gerne in ihm drin. Cäsar tut ihn gerne gewähren lassen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Cäsar, das ist unser Held. Cäsar, weiß, was einem Mann gefällt. Cäsar, schön ist es nur mit ihm. Cäsar, wir sind gern ein Teil von ihm. Cäsar, ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar wird zwar Gallien, der Nikomedes wird zwar Cäsar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Cäsar! Jeder Mann in Rom und Wien, von Kairo bis Paris, weiß, wie unser Cäsar ist. Er tut sich gerne penetrieren lassen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach würde er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar. Unser Cäsar, wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar. Kleopatra ist seine Göttin, gerne mag sie sein Ding verlocken. Sein Herz ist für die Welt geschaffen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Julius Cäsar ist die geilste Sau. Julius Cäsar weiß, was ein Mann braucht. Julius Cäsar hat uns alle lieb. Julius Cäsar führt uns so zum Sieg. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn.
das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar, 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 das ist unser Held. Cäsar, 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 weiß, was einem Mann gefällt. Cäsar, 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 schön ist es nur mit ihm. Cäsar, 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 wir sind gern ein Teil von ihm. Cäsar, 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 ja, wir lieben ihn. Und wenn er uns wirklich will, werden wir intim. Cäsar! Ihm würde jede Frau verfallen, doch daran findet er wenig Gefallen. Man zieht ihm gerne Eisenhaut naschen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Cäsar wird von Gallien, der Nikomedes wird von Cäsar. Mit einer Hand Pistazien finden das beide wunderbar. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Sogar Brutus will ein Stück von ihm, doch das Ganze wird jetzt zu intim. Daher sollten wir das Lied enden lassen, doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm. Julius Cäsar ist die geilste Sau, die jemals lebt. Unter ihm die Erde bebt. Jeder erzittert vor seinem Charme. Ihm verfallen nicht nur die Damen. Julius Cäsar ist die schwulste Sau, die jemals lebt. Bekannt für seine geilen Spiele, auch im Bett. Er führt uns und macht uns stark. Jeder Krieg lebt nur von seinem Stab. Danach wird er uns alle vernaschen. Doch Frauen machen ihm zu sehr zu schaffen. Das ist Cäsar, unser Cäsar. So kennen wir ihn, so lieben wir ihn. Das ist Cäsar, unser Cäsar. Wir kämpfen nur mit ihm und wir siegen mit ihm.
that last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, we can sing it. We can sing it? Yeah. Sing, we can sing, we can sing, we can sing, we can huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. It is an old tradition. Dass er nicht mehr die Rolle einnimmt von einem Pflegel, wo er sagt so, ich provoziere hier auch ein bisschen. Freut mich, dass Sie alle mitklatschen. Es wird dort nur am Ende Frieden geben, wenn die Palästinenser einen Staat erhalten. Take it to the bridge now. Ran an die Menschen, ran an die Menschen, ran an die Menschen. That last year's winner opens the contest with the winning song. Komm, ich bin einfach so ein Typ, der hin und wieder auch sagt, was als nächstes kommt. Komm, guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Komm, ich komme aus Holland. Komm, oh, ich will dich so sehr. Komm, that last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing. We can sing. We can sing. We can sing. We can, huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. But this is a little bit complicated tonight. Wie gesagt, er hat meinen absoluten Respekt, aber er muss sich ein bisschen locker machen, tut mir leid. Zweite Frage, was tut dir aus tiefstem Herzen leid? Das kann man, glaube ich, nicht mit einer bestimmten Tätigkeit. Jetzt zum Beispiel mit der Fernseharbeit. Und habe ich aufgrund der phonetischen Ähnlichkeit. ProSieben hätte sozusagen die Möglichkeit. Jetzt habe ich im nächsten halben Jahr natürlich nicht viel Zeit. Ihr seid. Because Lena is competing in the contest. Und zwar, wenn du noch einen Tag zu leben hättest. Nein! Vic Blau haben sie sich in den After gesteckt. Someone in a dilapidated car comes getting past. Well, you know the rest. Gebietest du? Aber wenn du ihn tötest, Katniss. Gebietest du? Crime. Gebietest du? Destroy. Eliminate it. That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing, we can sing, we can sing, we can sing, we can sing. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. And she has to concentrate on her performance. So what can we do, Stefan? What can we do? Antenna? Gebietest du? Was lachst du? Gebietest du? Wer bist du? Vierte Frage, wie viele wirklich gute Freunde hast du? Und dann gibt's da Aufgaben zu. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Wir haben schon ein Niveau, wo wir die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing. We can sing. We can sing. We can sing. We can huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. All right. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Maybe we can sing it. Herzlich willkommen zu Star Talking. Peinlich, eigentlich nicht unbedingt. Star Talking. Genau. Star Talking, jetzt geht's los. Das macht Sinn. Wow. Das ist ein Standing. Ah. Meine Fans sind die Besten, sehen super gut aus. Hübsche Mädels ohne Ende. Und auch gute Jungs. Ja? Gute Jungs auch, sehen die auch gut aus. Ist nicht mein Ding, gar nicht. Ja. Was Dieter Bohlens Ding ist, das erfahren wir gleich. Terroristen-Scoring. Ich habe gesehen, auch 2 Tage der Training. Ja, schau, gucken der Training.
Ich muss akzeptieren Kritiker, ja, Ergebniskritiker, Fehler, ja. Man ist über das System der Training. Was versteht der Training? Was versteht über der Training? That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing. We can sing. We can sing. We can sing. We can, huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. All right. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. We can sing it. We can sing it? Yeah. Do we have a guitar? A guitar. Oh, there's one. Yes. As if somebody had known, there is a guitar. And so, yes. What are we going to okay. do now? Aber Sie denken doch bestimmt auch, ja. Ja, das finde ich auch. Sagen wir mal, alberner als Golf spielen ist das auch nicht. Und seit kurzem auch. Damit die Trucker mich auch hören. Also ich bin, wenn das sieht man ja auch, das... In die Haare oder in die Jahre? In die Jahre. Okay. Haare ja auch. Ja, in die Haare auch. Dankeschön. Das ist nett von dir. Wünsche ich dir auch. Ja, Viola Rodemann von RTL auch. Ja, also nicht nur, nicht nur wohlstandsmäßig, aber auch. Ja, ja. Unsere Training ist stark, ist modern, ist auch ein Training gewinnen auch. That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing. We can sing. We can sing. We can sing. We can, huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. All right. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Now, I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. All right. Okay, now, okay. Take care. That last year's winner opens the contest with the winning song. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sing. We can sing. We can sing. We can sing. We can, huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. I play the chord, Anke, and you sing. Is that okay for you? Yeah. All right. Okay, now. Huh? Wait, sing. We can sing it. We can sing it? Yeah. Sehr geehrte Eierwärmer. Und woher wissen Sie das? Verstehen Sie? Wann kann er es machen? Warum? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Väter Kuschler. 100%. Circa 300 Seiten davon sind allein gelöschte Daten gewesen. Also Dinge, die eigentlich gar nicht mehr da sein sollten. Nach 13 Jahren schreiben. Tippen. Ja, was grinst du mich an, ne? Was lachst du? 50 Millionen. Und Kükenschänder. Du Arsch, du Wichser. Crime. Destroy. Eliminated. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. Es geht um Mord, Totschlag. Und Kinderschändung. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Autobomben, die Amerikaner. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Wir sind Freunde der USA. 50 Millionen.
50 Millionen. Gezielte Mordanschläge. Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Um uns aufzuhalten, errichtet Präsident Snow ein Minenfeld aus Fallen. Damit wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Machen wir nicht mit. Die Rede ist vom sogenannten Kückenschreddern. Das ist eine populistische Scheiße. Direkt ins Gesicht gespuckt. Was lachst du? 50 Millionen. Dieses Wort ist so furchtbar, dass es mir Microsoft Word sogar als falsch anzeigt. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen. Ich kann kritisieren Sie, aber ich kann nicht akzeptieren die Kritiker über Profi unsere Arbeit. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das macht Probleme. Ich verstehe die Kritiker über Ergebnis. 50 Millionen. Ich habe selbst überhaupt keinen Ausdruck für diese jämmerliche, herzlose Tierquälerei. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. All das gibt es. Alles super. Das hört sich wunderbar an. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Da sind wir uns alle einig. Und da war dann erstmal Licht aus. 50 Millionen. Das andere ist Standard. Die Menschen sind total nackt. Die Pizzabestellung von morgen. Erfahrung in Top. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ganz einfache Lösung. Ich habe fertig. Ich weiß, kann ich kein sagen auch die Name. Ich bin immer verletzt. Licht aus. Na super. Normalerweise populistische Geschichten. Das finde ich war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. 50 Millionen. Super Job. Wenn's weg ist, gibt's das böse Blut. Wie eine Flasche leer. Was müssen das bloß für Menschen sein, die arme Kinder im Schlaf aus ihren Nestern zerren und in erbarmungslose Tötungsmaschinen werfen. Die dunkle Seite. Die kommt aus dem Nichts. Der berühmte schwarze Mann. 50 Millionen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Wir sind Freunde der USA, kein heiliger Krieg. Wir haben keine Angst vor dem Islamischen Staat. Das ist die Küchenwaage, mit der sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Auch sie sind tödlich. Es sind Kinder. Es waren doch noch Kinder. Es geht hier um flauschige, niedliche, süße Tierbabys. Damit die Trucker mich auch hören, möchte ich jetzt mal ein Rabigramm spielen. 50 Millionen. Um
kleine, hübsche Kükenjungen. Okay, ein Rabigramm für Tracker. Die erbarmungslos in Stücke gerissen werden. Angstzustände. Dann sind die vielen Tode. Furcht im Dunkeln auf die Straße zu gehen. Gewalt an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Phänomen. Haben keine Mut an Worten! Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Polizei verhindert Massenschlägerei. Sprach- und Sehstörungen. 50 Millionen. Hier muss es Alternativen geben. Jetzt live über CB-Funk. Kanal 9 sind die Trucker. Okay. Zu dieser Zwangshinrichtung aller Kinder müssen unbedingt Alternativen gefunden werden. Ich verehre alle Trucker, die den ganzen Tag lang fahren, bei Nebel und bei Regen, auf der Autobahn. 50 Millionen. Wir müssen unbedingt andere Lösungen finden, als einfach jeden, der zusätzliche Kosten verursacht, brutal zu zerstückeln. Maybe we can sing it. Ganz einfache Lösung. Freiwild werden. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Dann hören alle den Chef! 50 Millionen. Millionen. Notfalls klemme ich mich selbst dahinter. Aber dieses Massentöten muss ein Ende finden. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Gerommelkaserne. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Wir brauchen hier mehr Liebe, Zuwendung und Verständnis statt ein neues KZ. Jungs, ihr seid toll. Jungs, ihr seid wunderbar. Und habt ihr mal eine Panne, dann nehmt einen Schluck aus eurer Kanne. Nehmen nur Leute bei mir in der Sendung, die hässlicher sind als ich. Ich rede ja so, wie es mir gerade einfällt und überlege auch gerne mal innerhalb der Sätze, was ich als nächstes sage. Gestreckt durch ein galantes Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein.
Ich kenne warum. Das geht ja, auch gar nicht. Glauben Sie das? Hey, ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Für mich wäre es ein Erfolg, das, was wir machen, sozusagen auf, in einer Beständigkeit zu etablieren. Ja. Es gibt Gerüchte, dass, wenn dein Vertrag bei ProSieben ausläuft, du eine Samstagabendshow moderieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit ja, ganz gezielter Werbung bombardieren. Und das ist nur mal mit 7 Euro in der Südpolitik zu finanzieren. Raab kann nicht nur moderieren. Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht auch gar nicht darum. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Die Frage ist, können wir das alles wirklich leisten? Und das ist eine der wichtigsten Fragen. Ja, das muss ich euch mal sagen. Und hat mir halt mit einem gezielten Schlag dann auf den Kehlkopf geschlagen. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich meine, ich bin ja der Autor, ich muss ja eigentlich wissen und ich kann nur sagen... Okay, ich wollte fragen... Den nächsten Contest hier auszutragen. Stadt Köln. Was würde für diese tolle Stadt sprechen, diesen Contest hier auszutragen? Also aus der jetzigen Warte kann ich mich nur wirklich nicht beklagen. Warum? Warum? Ich kenne warum. Sie no. Sie nein. Ich kenne warum. Das geht auch gar nicht darum. Glauben Sie das? Ich rede mit dir. Merkst du das nicht oder was? Dann wäre ja alles, alles, was ich bis dato gemacht habe, erfolgreich geworden. Ist es aber nicht. Und woher wissen Sie das? Glauben Sie das? Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du ruhig erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Durchlaufe ich bis ans Ende dieser Welt. Du und ich vereint, das ist alles, was für mich zählt. Und wenn du mal nicht bei mir bist, mein Monster, dann vermisse ich dich. Du machst meine Welt um so viel bunter. Wäre ich nicht ganz bei dir, dann wäre es ein Wunder. Du bist das Wichtigste, das, was ich so sehr brauch. Ich kämpfe dich und du für mich auch. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen.
Du bist mein Monster. Von meinem Schmerz kannst du nur mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster. Du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Alle Arenen besuchen wir gemeinsam. Bist du nicht da, bin ich so einsam. Wir können jeden Sieg erringen, aber nur gemeinsam gewinnen. Ich will mit dir auf dem Treppchen stehen, dich umarmen und dann sehen, wohin unsere nächste Reise geht. Mit dir ist jeder Schmerz verweht. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, an meinem Schmerz kannst du nur mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, und du mich wieder ein. Du bist mein Monster, kuschelweiß und sanft. Du bist mein Monster, zart im besinnlichen Tanz. Du bist mein Monster, doch schützt mich vor dem Bösen. Du bist mein Monster, von meinem Schmerz kannst du nur mich erlösen. Du bist mein Monster. Du bist mein Monster, du kannst gefährlich sein. Und irgendwo Gefahr, wirst du sofort bei mir sein. Doch bin ich auf dem Irrweg, holst du mich wieder ein. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.